Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe gedacht, ich fange spontan jetzt gerade mal mit einem neuen Video an. Und wir waren ja krank letzte Woche, habe ich im letzten Video schon erzählt. Und habe eine Woche keinen Sport gemacht, nicht geradelt, gar nichts. Und bin dann vor 2 Tagen das erste Mal wieder ein bisschen geradelt. Und war ich dann ziemlich platt. Jetzt heute ging es ganz gut. Und heute war ich beim Yoga und es hat mir sehr gut getan. Ich habe mir extra eine nicht so anspruchsvolle Stunde rausgesucht, sondern eher eine entspanntere Stunde. Aber ich habe richtig gemerkt, oh, wie mein Körper einfach nach dieser Bewegung gelechzt hat. Aber es ist einfach das Beste. Ja, wenn man krank ist, ist man krank, da muss man sich ausruhen. Und jetzt zum Mittagessen. Ich habe so Lust, irgendwie dachte ich mir, ich habe solche Veggie-Bällchen noch von Green Force. Da dachte ich mir, wie lecker wäre das, irgendwie einfach so mit Gemüse zu essen und Kartoffeln. Ich habe aber keine Kartoffeln, deshalb mache ich es einfach mit Gemüse. Und ich habe noch irgendwo. Irgendwie will der mein Gesicht nicht fokussieren. Das ist das Gesicht. Guck mal, da oben. Und habe von Koro noch so eine Teriyaki-Soße. Die wollte ich die ganze Zeit schon mal testen. Und ich glaube, das mache ich mir jetzt. Mein Mann ist mit dem Kleinen unterwegs beim Spielplatz. Mal gucken, was der nachher futtern möchte. Da muss ich mal nachfragen. Können wir vorstellen, wir haben bestimmt Pfannkuchen. Das mag ich immer gern zum Mittagessen. Also auf jeden Fall kein Gemüse und Veggie-Bällchen mit Teriyaki-Soße. Bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb mache ich das jetzt für mich alleine. Und werde das jetzt in Ruhe essen. Das ist auch so gut. Also das ist wirklich. Ich wollte ein bisschen über das Thema achtsam Essen auch sprechen. Das ist wirklich nicht so leicht, natürlich, mit Kind. Und es ist, wie es ist, Leute. Das ist natürlich auch was, was mit dazugehört. Ich versuche einfach, ja, achtsam zu essen, wenn es geht. Wenn ich mal alleine bin, mich dann wirklich zu fokussieren. Mittlerweile, mein Kleiner ist schon 3 Jahre alt, mittlerweile klappt das gut. Mittlerweile ist es sehr gut bei uns mit am Tisch und isst auch schön mit ihm. An manchen Tagen klappt es auch dann manchmal nicht so gut, wenn er einfach schon zu müde ist und so. So ist es halt. Mit Baby ist es total wild, das ist normal, es gehört dazu. Aber ich versuche es so oft wie es geht. Ja, das Essen wirklich in Ruhe und achtsam einzunehmen. Und es hat so viele gesundheitliche Benefits, wirklich auch das Essen richtig zu kauen. Practice what you preach. Ja, das ist wirklich so das Ding. Ich bin nämlich sehr, sehr schlecht da drin. Ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern. Aber die Verdauung beginnt eben einfach mit dem Speichel im Mund. Und wir nehmen uns da total viel, wenn wir nicht richtig kauen. Und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, weil ich bin auch so eine Kandidatin, die zu schnell isst und die nicht richtig kaut. Deshalb, also denkt euch nicht, dass ich das perfekt kann. Überhaupt nicht. Naja, wir arbeiten dran, ja? Jeden Tag. Jetzt mache ich mal mein Mittagessen. Hier noch so ein. Naja, Suppengemüse, aber ist ja egal. So ein TK-Gemüse. Ich werde jetzt auch nicht noch einkaufen gehen, habe keine Lust, das einzukaufen. Und das reicht ja auch noch für heute. Für heute Abend habe ich nicht was anderes geplant. Da habe ich ganz viele Paprika heute Abend für mein Chili. Deshalb möchte ich die aufheben und Salat. Aber so ein buntes Gemüse mit Möhrchen und Erbsen ist genau das, was ich gesucht habe jetzt hier. Ja. Das ist jetzt mir ein Lunch. Und diese Soße hier von Koro. Könnt ihr gerne immer meinen Code benutzen, wenn ihr möchtet. Sehr lecker und auch scharf. Sehr würzig. Also, wenn ihr das mögt. Es gibt noch ein leckeres Stück Käsekuchen. Oh, der war so gut, Leute. Wir hatten nämlich gestern Besuch von Opa, also von meinem Schwiegerpapa. Und da haben wir einen leckeren Kuchen gebacken, der Kleine und ich. So Käsestreuselbeeren. Richtig gut. Oh no! Da gibt es jetzt noch ein Stückchen. Oh Mann. Hast du übrigens gewusst, dass wenn wir nicht so achtsam essen, so wenn wir so schnell schlingen, dass das ganz oft der Grund sein kann, dass wir so einen aufgeblähten Bauch haben? Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen. Es gibt natürlich auch viele körperliche Ursachen für einen aufgeblähten Bauch. Also wirklich so, jetzt nicht, dass man so ein kleines Bäuchlein hat, einfach weil man, das ist auch natürlich, finde ich immer ganz schlimm. Man wird ja als Frau. Ich habe es schon so oft gesagt, das Beste in meiner Schwangerschaft damals war, dass ich mal wenigstens 10 Monate lang nicht gefragt wurde, ob ich schwanger bin, weil wenn man natürlich irgendwie nicht so einen extrem flachen Bauch hat, dann fragen wir alle, ob man schwanger ist. Es ist ganz natürlich, dass man ruhig auch so ein kleines gewölbtes Bäuchlein haben kann, aber ich rede jetzt beim Playboy auch davon, dass es wirklich so richtig so schmerzhaft, so aufgebläht, dass es so richtig drückt und wehtut. Das sollte nicht sein. Das kann natürlich viele körperliche Ursachen haben. Aber es kann wirklich auch ganz viele psychische Ursachen haben, also Dauerstress, dieser hohe Cortisolwert,
Man sagt, man spricht auch von einem Cortisol-Bäuchlein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es kann wirklich das Stresslevel sein, was uns da beeinflusst. Und das können wir ein bisschen gegensteuern, wenn wir einfach versuchen, Entspannung im Alltag zu integrieren. Was ich auch ganz wichtig finde, Stress, nicht versuchen, Stress zu vermeiden, weil das macht noch mehr Stress. Stress kann man nicht vermeiden. Stress kommt ja oft von außen und das Leben ist, wie es ist. Und ich kann ja nicht sagen, wenn ich irgendwie zu viele Baustellen habe und es gerade irgendwie schwierig ist, kann ich nicht sagen, so, ja, muss ich irgendwie vermeiden, das geht nicht, sondern Mittel und Wege finden, mit dem Stress, den wir im Leben haben, umzugehen. Und ja, achtsam essen, richtig gut kauen, das habe ich festgestellt, hilft mir doch sehr. So, jetzt gibt's Abendessen. Ich habe mein Veggie Chili gemacht. Ich nehme immer dieses Veggie Hack von DM Bio. Richtig gut, da ist kein Quatsch drin. Das ist einfach nur so Erbsenprotein. Jetzt beschlägt die Kamera. Und das Rezept dazu, das ist auch bei mir bei Instagram. Genau, ein bisschen Basmati. Dann habe ich oben, das schmeckt so lecker, so ein bisschen Käse drauf gibt und Lauchzwiebeln. Und sonst mache ich noch Guacamole. Das hatte ich aber jetzt heute kein Abo da. Und Salat habe ich noch gemacht. Das ist auch einfach Reste. So ein Eisbergsalat. Mit einem Essigöl-Dressing. Genau, das gibt es dazu. Und ich habe hier immer, ich lasse mal Platz, weil ich mache das immer alles auf einen Teller. Guten Morgen. Ich hatte jetzt irgendwie auf nichts Appetit, außer auf ein Franzbrötchen. Das ist mir jetzt noch eingefallen. Wir waren neulich mal in so einem Einkaufszentrum und da waren wir beim Aldi und da habe ich gesehen, dass die Franzbrötchen haben. Ich wusste gar nicht, dass der Aldi das hat. Ich liebe Franzbrötchen. Da habe ich zwei mitgenommen. Aber habe dann tatsächlich nur von dem einen hier so ein bisschen was gegessen und hatte dann doch irgendwie keine Lust mehr drauf. Und dann dachte ich mir, wie schade das wäre. Deshalb habe ich sie einfach eingefroren. Du möchtest was sagen? Ja, was denn, Mäuschen? Möchtest du guten Morgen sagen? Deine Wasserbahn, die habe ich neulich schon bei Instagram gezeigt. Wir haben so eine tolle Wasserbahn jetzt draußen. Pass auf, Mäuschen, du kannst nicht ins Bild kommen, gell? Und irgendwie hat man anderes Hallo. Appetit, außer auf Hallo. Franzbrötchen. Au, was ist das da? Und da habe ich mir schon gedacht, weil der Kleine hat gerade schon Porridge gegessen mit Himbeeren. Er mag bestimmt auch, es ist ganz heiß, Vorsicht. Ich habe jetzt mich ein bisschen fertig gemacht. Ich bin so froh, dass ich dieses Franzbrötchen aufgehoben habe und nicht neulich einfach so nebenbei noch gegessen habe, weil ich mir dachte, ach, das muss weg, sondern es jetzt wirklich gerade richtig genossen habe und aufgehoben habe. Bis ich wirklich Lust drauf habe. Und man kann sich die Sachen auch super einfrieren. Also es war jetzt richtig lecker, es war wie frisch aufgebacken. Genau, also das ist wirklich mein Tipp. Nicht essen, weil man denkt, ach, das muss jetzt noch weg oder ich muss das jetzt noch essen. Das macht keinen Sinn, sondern wirklich mit Genuss essen. Oh, einen kleinen Glitzerstein hast du, gell? Oh mein Gott, guck mal, Gerstengras, das darf nicht fehlen. Ich mache immer Wasser und dann so einen ganz kleinen Schluck Saft, weil sonst schmeckt es wirklich gruselig. So finde ich, es ist okay. Ich habe mich auch dran gewöhnt, an den Geschmack. Ne? Das ist halt schon mal super mit Nährstoffen versorgt in der Früh. Ersetzt natürlich keine gesunde, ausgewogene Ernährung, aber ich habe auch ein Video dazu, zu dem Kurkuma-Gerstengras. Am besten geht es mit so einem kleinen Schneebesen, aber ihr seht sogar mit dem Strohhalm jetzt hier. Einfach rühren, löst sich gut auf. Mein Code Resi Random C, der gilt ja immer bei InnoNature, dauerhaft. Ich habe mir gerade für unterwegs so einen leckeren Salat gemacht, einfach mit Feta, Kichererbsen, Tomate, Gurke. Und jetzt habe ich mir noch schön ein Brot gemacht. Das habe ich gekauft, das habe ich nicht selber gebacken. Mit so einem Avocado-Hummus, Feta, Kichererbsenrest und den Rest Apfel von meinem Kleinen. Das gibt es jetzt noch. So, da, es gibt nochmal das gleiche wie gestern. Ich habe ja viel davon gemacht. Und ich habe nochmal einen frischen Salat gemacht hier mit Rucola. Und ich habe so Kürbiskernöl reingegeben. Auch voll lecker, finde ich immer im Salat. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade durch den Regen gelaufen, habe den Kleinen in die Spielgruppe gebracht. Hier sieht es noch wild aus und ich sehe auch wild aus, ist aber egal. Ich mache jetzt erstmal mein Frühstück. Köstlich. Es ist wirklich, ja, es lohnt sich, finde ich, einfach Kurkuma-Gerstengras zu trinken. Und jetzt mache ich mir noch so ein Brot, wie ich gestern hatte. Das war super lecker.
Und dann wollte ich auch noch mal ein bisschen mit euch über Cortisol sprechen. Ich wollte in diesem Video auf das Thema Blähbauch auch eingehen. Wie gesagt, da gibt es natürlich viele Ursachen, Unverträglichkeiten, körperliche Ursachen, aber letztendlich, am Ende ist es der Darm. Und der ist sehr komplex. Ich weiß nicht, ob ihr diese Doku auf Netflix gesehen habt. Da gibt es eine Darm-Doku mit dieser Autorin, mit der Julia Enders. Darm mit Charme, das kennt, glaube ich, die meisten von euch, das Buch. Und es ist super interessant, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und auch viele Unverträglichkeiten sind eben auch psychosomatisch heilbar. Nicht komplett, nicht alles. Aber unterschätzt mir mal nicht den Stress. Es ist, vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst. Sie sagen, ja, ein bisschen Stress haben wir alle. Ja, haben wir auch alle. Nur, wie wir damit umgehen. Wir können kein stressfreies Leben leben. Niemand kann das. Das existiert einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. Und wir leben auch in einer Welt, die stressig ist. Einfach diese ganzen. Ja, unsere Welt ist schnell, sie ist laut, sie ist instabil auch. Politisch, sozial, finanziell. Das sind ja Sachen, die uns belasten. Deshalb ist es umso wichtiger, sich mit diesem Thema einfach mal auseinanderzusetzen. Stressmanagement, weil dieser ein Langzeit hoher Cortisolspiegel, also Cortisol ist das Stresshormon. Es gibt ja Adrenalin, das hilft uns und pusht uns in Situationen, wo es notwendig ist, noch aus der Steinzeit, Fight or Flight Mode, jetzt musst du was, musst du handeln, brauchst du Adrenalin, dass du schnell laufen kannst, dass du kämpfen oder fliehen kannst. Heute oft ja nicht mehr so der Fall, aber unser Körper macht das noch so, das pusht uns in Situationen, wo es notwendig ist. Aber es geht genauso schnell auch wieder aus dem Körper raus. Und das ist halt wichtig. Stress per se ist nichts Schlimmes. Dauerstress, Daueranspannung, dauerhaft hoher Cortisolspiegel kann krank machen, kann zu ganz vielen verschiedenen Dingen führen. Auch zu psychischen Erkrankungen führen. Auch das hat mit dem Darm zu tun. Ist auch super spannend. Also wirklich, guckt euch mal diese Doku an, dass zum Beispiel auch Depressionen und das Darm. Milieu, die Darmbakterien, dass das miteinander verknüpft ist und das ist wirklich unser Körper. Wir müssen anfangen, unseren Körper als Ganzes zu verstehen und nicht so einzelne kleine Baustellen zu behandeln. Und kann euch das nur empfehlen. Nicht mit dem Mindset rangehen, ich möchte ein stressfreies Leben leben, das geht nicht. Wir müssen halt arbeiten, wir haben Verpflichtungen. Es gibt Leute, die uns stressen. Es gibt Sachen, die uns stressen. Aber versuchen an uns selbst zu arbeiten, wie wir damit umgehen. Und ganz viele Sachen haben wirklich auch mit unseren eigenen Glaubenssätzen zu tun. Das finde ich wirklich ganz spannend, da mal hinzuschauen. Ich trinke jetzt meinen Kurkuma-Gerstengras und mache mir nochmal so ein leckeres Brot wie gestern und das werde ich mir dann schön in Ruhe genehmigen und nebenbei weiter am E-Book arbeiten. Schaut euch mal dieses fantastische Frühstück an. Wow! Das ist dieses Brot mit Leinsamen, das habe ich gestern schon gesagt. Das hatte ich beim Aldi mitgenommen, weil ich jetzt ein Brot zu backen sich nicht mehr lohnt, weil wir übermorgen wegfahren. Hummus, Avocado, Rucola, boah, Leute. Feta und dann diese Kichererbsen da oben drauf. So eine leckere Kombi. Wirklich. Also so ein Frühstücksbrot, die gute alte Stulle. Das wird wirklich nicht langweilig sein. Schmeckt fantastisch so. Mach das mal. Ich hatte es gestern nur mit Feta, Hummus und diesen Kichererbsen so als Snack und das hat schon so gut geschmeckt. Und jetzt nochmal upgraded mit diesem Rucola und Avocado. Also, das wird, Leute, das wird ein Frühstück. Heiderdaus. So, ich schneide gerade das Video für euch fertig, damit ihr es heute Abend gucken könnt. Deshalb sage ich jetzt hier mal Tschüss. Ich filme einfach noch ein bisschen weiter dann fürs nächste Video. Und ich bin mal gespannt, wie das Thema bei euch ankommt, ob ich da noch ein bisschen mehr dazu teilen soll. Ich weiß, das Thema Blähbauch beschäftigt ganz viele. Das Thema Stress mögen die meisten Leute nicht so gerne hören. Die meisten Leute wollen so eine Anleitung, ist das, tut das und dann passiert das und das. So ganzheitlich, langfristig an dieser Stress und Unruhe zu arbeiten, heißt ja auch sein Leben zu hinterfragen, wie man es lebt mit ganz vielen Sachen, die mit dazugehören, vielleicht sogar Menschen in deinem Leben. Alles Mögliche und das macht vielen Leuten auch erstmal ein bisschen Angst und erzeugt auch so einen Widerstand erstmal.
Dass man sagt, nee, nee, also das ist bei mir alles nicht der Fall. Ich vertrage einfach nur die und die Sachen nicht und das ist halt bei mir so und dann nehme ich dann die Medikamente und dann, das ist halt einfach so. Kannst du machen. Langfristig ist einfach Gesundheit, Wohlbefinden immer mit ganz viel innerer Arbeit auch verbunden und mit ganz viel Heilung, mit ganz viel auch Schattenthemen angucken. Das ist leider einfach so. Weiß ich noch aus meinen Beratungen, aus meinen Coachings, dass viele Klientinnen kamen mit meinem vermeintlichen Ernährungsproblem und haben gesagt, ja, ich möchte abnehmen, war meistens der Aufhänger. Und dann kommen wir auf ganz tiefgreifende Themen raus, weil klar, man kann immer Symptome bekämpfen, aber wenn man langfristig wirklich was verändern will, dann lohnt es sich einfach da mal genauer hinzuschauen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir Freude gemacht. Wenn du magst, folge mir auch gerne bei Instagram, teile ich auch viel zu den Themen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag mit dem nächsten Video. Ciao.